Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Shadow of the Tomb Raider. Und ich bin wieder zurück, wie ihr seht. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich war im Startgebiet zurück. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn rauszoomen? Hier so. Bup. Das sollte ich mal wieder demarkieren. Habe von hier gestartet, habe dann hier die Truhe geöffnet, da war Fell drin, also so edles Fell und noch irgendein Gold oder sowas war mit dabei. Dann habe ich, hier unten gibt es nochmal was zum Ausgraben, also wenn ihr euch da rüber seilt, könnt ihr euch an der einen Stelle nach unten abseilen, da könnt ihr dann nochmal was ausgraben. Da findet ihr dann auch nochmal dementsprechend ein paar Hinweise auf solche Sachen hier. Die habe ich dann auch noch schnell alle besorgt. Ja. Und dann war es das eigentlich auch schon. Genau, hier gab es dann noch was zum Lesen. So ein Monolithending. Das habe ich jetzt alles noch schnell gemacht gehabt. Ich muss sagen, ich finde es halt ein bisschen strange, wenn man teils am Anfang irgendwie sieht, okay, da könnte ich durchlaufen und kann noch nicht durchlaufen, muss dann wieder von, also wieder zurück an den Anfang. Das ist für mich immer so eine Sache, das finde ich immer nicht so geil. Ich mag das ungern, ich möchte dann schon gerne mal die Sache erledigen, wenn ich dran vorbeikomme. Gerade wenn es eine Truhe ist, dann möchte ich auch in dem Moment lernen, wie man die knackt und nicht erst 10 Stunden später, um dann die ganze Map nochmal abzulatschen. Zumal es auch nicht so easy peasy ist, dahin zurückzukommen. Also, ne, mit Schnellreise geht's, aber wenn es jetzt darum geht, dass man dann sagt, okay, ich möchte dann, was weiß ich, jetzt nur schnell dahin laufen, dann muss man trotzdem wieder hin und her schnibbeln, bis man da mal durchkommt. Da war zum Beispiel auch so eine Tür, wo man mit einem Spezialmesser dann öffnen kann. Und da war halt im Endeffekt auch nicht wirklich was drin, ne? Also, keine Ahnung. Und das ist dann ein fettes Geheimnis, so nach Motto. Und dann denke ich mir so, ja, geil. Also dafür latsche ich dann zurück, dass ich dann am Ende des Tages Schab wieder raushole oder so. Das ist halt schon ein bisschen meh. Aber naja. Ist das tief hier? Nö. Gut, dann machen wir mal die Main Mission weiter, würde ich sagen. Ist jetzt kein Bock. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Aha. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen. Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ja, von dem Spacko, der den durchgeklaut hat, hast du schon mal gehört. Und das ist wahrscheinlich auch der. Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Ich werde mir mein Stäbchen abschneiden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Oh. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft bei Titis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Wenn ich jetzt einfach einen Pfeil in sein Auge schießen würde, wäre es vorbei. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen.
Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja. Wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft. Und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Der wird dir gern Falle. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Oh. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Was du hast. Zäh. Die ist so Ätzli vor ihm. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Der. Arschkopfseeadler. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Ich will mich ja nicht beschweren, ne? Aber ich hätte ja auch andersrum rennen können die ganze Zeit schon. Weil ich das nämlich schon die ganze Zeit gemacht habe, ihr Affen. Ja, ich bin nämlich hier lang und ich bin da lang und ich bin überall lang. Da brauche ich euch nicht dazu. Hier darfst du doch gar nicht lang, Laura Croft. Ach, ja. Ah, da ist noch was zum Aufschnibbeln. Unauffällig. Wer baut denn Schießpulver in so eine Scheiße an? Wie ist das da noch eine Kiste? Ein zerlegtes Funkgerät. Was soll ich damit machen? Nix. Mein Käfer. So. Xindel, gib mir gerne davon Keks. Ah, kann ich eigentlich was aufwerten? Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Mhm. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ja, wie ich kann muss er ihn aufhalten. Sicherheit für irgendwas, du Bekloppte? Ach ja, genau, die Schuhe habe ich noch irgendwo gefunden. Raubtier. Aha, das sind die, wo wir vorher gefunden haben, stimmt. Schuhe. Nadel und Faden. Raubtiere brauchen länger, um Lara zu entdecken. Okay, das ist nicht das Outfit, das du dich an. Wobei, eigentlich ist es ja dann anscheinend scheißegal, was ich anziehe, oder wie?
ermöglicht den Kontakt mit Rebellen. Muss ich das dann anhaben? Ich lasse das an. Ist mir jetzt egal. Sehen wir dann schon. Wo ist denn dieser dumme Scheißbengel jetzt? I kiss the butt and the light. Okay, maybe not. Hi. Ich such ein Kind, das sich prügeln kann. Der Name ist Etzli. Oh, yeah. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Irgendjemand diskutiert hier mit irgendwem. Uka buka, uka buka, uka buka. Och nein, es ist wieder der Blabelboy. Und ich habe euch gesagt, dass ich ein Affe bin, aber ihr niemand hat mir zugehört. Jetzt habe ich die Hämorrhoiden und überhaupt bin ich jetzt voll genervt. Ne, 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 ne. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Wollte. Ich hab mich verirrt. Dieses Dorf ist scheiße. Picknick. Nein, ich bin nicht aus dem Umlauf. Ich bin faul. Hey! Au! Hey, hey, yo, yo, ich bin nicht dein Girlfriend. Lass doch mal los, Lara, Schnerf. Das beschreibt etwas in der Nähe. Na, endlich. Sieben goldene Vögel hockten hier und da. Einer entkam mit seinem Schatz zu den Bäumen. Seinen Krallen entglitten, warte ich auf dich. Der Rätselspaß im Tomb-Raider. Ah, der muss mit Kukulkan, Kakan, Klan, Kanta. Ah, da ist ein Hängelding ins Blau. Deine Mutter. Glitschi, glitschi, bla bla bla. Aha. So, wo ist jetzt der blöde Stein des Arsches, den ich noch nicht erkundet habe? Nee, da unten. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wo bin ich? Ich bin da. Na gut, wenn ich sprinte, könnte ich eigentlich ganz schnell da unten. Okay, YOLO. Hey. Dann. Schnauze. Du hast Rheuma? Ja, Butchi, Kaki, Faki, Paki. Puki, Puki, Tuki, Tuki. Luti, Luti, meine mit Nemi, Nemi. YOLO! Hey! Hör ich voll zu. Upsa! Blatschi, blatschi. Lass mich da, den kann ich nicht lesen. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Oh, ich hasse dich, Lara.
Kuki kaki, faki paki, piki 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 tiki. Luti luti puki puki. Bin mir nicht sicher, dass das überhaupt irgendeine Sprache ist. Ist es auch nicht. Wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Da lang. Hoch. Ich muss wieder hoch. Jetzt kann ich das Buch schreiben, der Weg war umsonst. Was? Wollen wir tauchen? Na? Echt nicht? Auch nicht hochkraxeln? Jetzt bin ich dezent schockiert. Ja. Gut. Ich hatte jetzt ein gesundes Bad. Würde dir auch nicht schaden. Mückeboy. Geh weg. Ja, Schnauzi. Elxindel. Was ist. Ach, das ist der Sex. Der Pipi Dungeon, ja, da war ich schon. Un momento, por favor. Meins. Oh, da hat jemand ein Fell geklaut. Wer bot ihn das? Ich weiß nicht, ich bin innocent. Nichts gemacht. Ich würde euch niemals euer Loot mitnehmen, einfach so. Ja, was kann ich dafür, wenn du ein alter, schwacher Fuß. Joe bist dafür du nicht, hab ich nicht schneller laufen Platz. Kannst. Ameisengesicht. Ich weiß nicht, was das heißt, aber das war bestimmt nicht nett. Wo ist jetzt das dumme Kind? Was machst du denn hier? Bist du dumm? Sohn von Wo der ist Frau? Meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es? Außerhalb von Paititi. Naja, interessant. Da gibt und mein Rock geht gerade ganz die Welt komisch ist zuckelig. Sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Aha. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Geruch des Todes? Will er mich verarschen? Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Du Sohn einer Karotte. Das ist... Gut, das ist unhöflich gegenüber deiner Mutter, aber... What the fuck? Oh, ich hasse... Und ich habe keine anderen Waffen, weil dieser dämliche... Karottengesichtige Pimmellüff. Ich habe nicht genug Gift, Aber das ist kein Problem. Zumindest habe ich einen Pfeil, mit dem ich dann Leute anqualmen lassen kann. Das hat der Typ über umständlich bedingst bewacht, dass ich da nicht rein kann. Was ist das für ein Depp? Ich habe nächsten Monolithen freigeschalten. Wahrscheinlich genau den da unten am Wasser. Ich flipp aus. Ne? Lass mich raten. Was ist denn immer mit diesem Mauszeiger? Das nervt. Es ist echt der unten am Wasser. Ich hasse mein Leben. Manchmal dem nichts spielen. Das ist nicht witzig. Wait a second, was habe ich da? Da habe ich ein Relikt. Das markiere ich mir jetzt gleich mal. Also wenn ich nämlich da so mache, dass ich es dann auch sehe. Ich habe Angst, dass mir gleich irgendeine Falle auf die Fresse fliegt. Okay, das Relikt war obvious. Ja.
Da kann ich nicht rein. Alles klar. Oh, yeah. Was uns hier so erwartet und warum das Spiel mich jedes Mal trollt, dass wenn ich irgendeinen Monolithen anklicke, der sagt, nee, du darfst doch nicht mit mir reden und ich 5 Minuten später mit ihm reden darf, obwohl ich ganz woanders bin, werden wir vielleicht nie erfahren. Aber ja, ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß bei dem Let's Play und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich wie immer, ciao, ciao.